Ja, hallo Leute, herzlich willkommen. Heute geht es um den Maxwell'schen Mikro. Den habe ich schon mal vorgestellt und ja, da hat sich ein bisschen was verändert und schauen wir mal einfach rein. Das ist der in Khaki. Kommt hier aber auf dem Video, wie ich gerade sehe, so irgendwie Oliv rüber. Hat auch einen leichten Oliv-Touch irgendwie, wie ich finde. Also ne, wie die alten Bundeswehr-Rucksäcke, aber ja, ist die optische Täuschung. Schauen wir mal rein. Dann haben wir als erstes hier ein Feuerzeug. Na, fangen wir mal hier hinten. Das ist ein ganz normales Feuerzeug, ist nichts Besonderes. Gucken wir mal, was wir hier hinten haben. Kopfschmerztabletten. Was ist das? Hygienetuch für ja, so einiges hier, zum Beispiel wie Türklinke, Toilette, Waschbecken, Türgriffe, Telefon, so auch immer, ist nicht schlecht zu haben. Dann hier eine Batteriepflaster und ein sterile Kompressor. Dann haben wir Panzerband auf so einer Kartonage hier. So ein, zwei Meter hat man immer was dabei. Weil dem einen Video hatte ich mal, dem EDC-Video hatte ich mal eine ganze Rolle dabei und die Kommentare waren echt funny. Ne? Von wegen, läufst du mit einer Bolt schön die Hose aus und so. Ne? Aber hier macht man auf schlanke Hose. So, gucken wir, was wir hier hinten noch haben. Naja, hier hinten, das war's dann. So, dann haben wir hier, kennt jetzt sicherlich jeder, Victorinox Pharma, geiles Ding, sag ich mal so, ist ein cooles Taschenmesser, super EDC-Messer, also es macht richtig Spaß. Gut, stellen wir das mal hier hin. So, dann haben wir hier einen Bleistift, immer verwendbar, Kuli, nichts Besonderes. Dann auf der anderen Seite ein Safemade-Block. Einfach ein DIN A4 Blatt genommen, oft gefaltet, dann auseinandergeschnitten, mehr oder minder, wie man es hier sieht, aber egal, ist nur auf Funktionalität, nicht auf Schönheit. Dann oben mit dem Tacker ein paar Dinger zugetackt, hier sieht man das, und dann mit Panzerband ein bisschen umwickelt und man hat immer ein bisschen was zu schreiben. Und in der Verbindung mit dem True Antility Pen, mit dem Dings, hat man immer Papier dabei. Was haben wir noch? Was haben wir hier? Noch so eine Kompresse. Und nochmal so ein Hygienetuch. Hier hinten ist nichts. Ja, dann haben wir hier noch eine Sicherheitsnadel. Taschenlampe, diese Cree. Und ja. Auch immer gut dabei, Licht zu haben. Na und jetzt tun wir das mal wieder zurück hier. Ja, man ist wirklich für alles irgendwo gewappnet dann. Ne, also ich trage es jetzt, also den Mikro, den trage ich in eine Umhängetasche und das ist super praktisch, weil den tut man da rein. Man hat wirklich eine Menge Sachen dabei und man ist immer gut ausgerüstet. Gut, ich habe das jetzt wieder eingeräumt, weil... So spannend ist das jetzt nicht, wie wenn man versucht, das wieder reinzutun. Und ja, wie gesagt, das ist so momentan das EDC. Man hat alles am Mann. Ne? Was ein bisschen aufträgt, ist die Taschenlampe. Ein bisschen, aber gut, man kriegt es zu. Sagen wir mal so. Also es geht noch locker zu. Ne? Es gibt, ich habe noch irgendwo eine kleine Maglite rumfliegen. Allerdings hat die nicht so viel Kraft wie diese Cree hier. Ne? Und die hat, wie gesagt, mehr Power und ja, das ist das Ausschlagskriterium. Und die so eine AA-Batterie bzw. ein Akku, ne, hat man ja auch mal schnell zur Hand. Ne, was man auch machen könnte, wäre hier noch so ein Opinel Nummer 10, mal schauen, ob das geht, hier rein. Würde auch gehen, würde sogar, würde man zukriegen. Aber das habe ich eh in der Hosentasche und... Hier schon die leichte Patina drauf.
Wunderbar. Durch, ja, säurehaltige Lebensmittel einfach, ne? Also da ist jetzt nichts mit Essig oder so, gibt's Hund oder so, sondern ganz eine natürliche Patina. Hat auch irgendwie mehr, weiß ich nicht, man kommt so oder so die Patina. Da brauche ich jetzt nicht großartig forcieren. Okay. Ja. Was man auch noch machen könnte, wäre eventuell das Swiss Champ reintun. So, jetzt für, dann ist es aber auch voll. Gut, das war das EDC-Update vom Maxpedition Mikro und noch ein Kaffee jetzt hinterher. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.